Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Eigentlich will ich darüber gar nicht reden. Über was? Ach so, ja, wir machen ja heute eine unangenehme Folge. Wir machen heute eine richtig unangenehme Folge. Ich habe auch überhaupt keine Lust auf die Folge, wenn ich ehrlich bin. Aber hilft nichts. Wir wollen darüber erzählen, weil wir ganz, ganz viele Fragen bekommen und merken, dass ganz viele Menschen sich dafür interessieren, was passiert ist. Was ist denn passiert? Was ist wirklich passiert? Wir haben telefoniert, gell? An einem Dienstagmorgen. Ja, ich habe dich angerufen. Also gegen 9, glaube ich, war es, gell? Also es ist, ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, es ist wahrscheinlich der Albtraum eines jeden Seglers oder der Albtraum. Das Schiff ist gesunken, Alex. Genau, direkt an der Boje. Die Sir ist gesunken an ihrer Boje, ja. Ätzend. Ich habe es dir am Telefon nicht geglaubt. Ich habe dreimal, glaube ich, gefragt. Gell? Keiner hat mir es geglaubt. Auch den Christian, als ich den angerufen habe, der hat dann zurückgerufen und hat gesagt, was ist das dein Ernst? Da habe ich gesagt, ja Christian, das ist leider mein völliger Ernst. Ja, du, der Reihe nach. Ich war am Sonntag, dem 16. August, war ich noch mit Gästen unterwegs. War ein super schöner Segeltag. Ich war 13., 14. noch auf dem Schiff. Donnerstag auf Freitag, genau. Also bis Freitagabend noch. Genau. Und bin dann so um 8 weg und dachte mir, am Wochenende noch Turns. Und da hast du ja schon gesagt, der Lino, glaube ich, war unterwegs. Der Lino hat am Samstag den Turn gefahren, genau, bis Samstag. Und da hat nur übernachtet auf dem Schiff. Am Sonntagmorgen. Hat er auch noch gepennt. Ja, der hat nur übernachtet am Schiff. Am Sonntagmorgen habe ich übernommen. Und dann hatte ich einen schönen Turn und habe der Brigitte nur gesagt, dass ich etwas später heimkomme, weil ich noch ein bisschen chillen will auf dem Schiff und habe das auch gemacht am Sonntagabend noch. Und weil das Schiff ja dann bis Donnerstag nicht in Betrieb war, also da war halt nichts los, und ich dachte, gut, 4 Tage, Wetter war so ein bisschen unbeständig, dann machen wir das Schiff ja, wie du weißt, ja, machen wir ja immer voll klar, alles zu, alles dicht, alles sauber verzurrt, sturmfest sozusagen, alles nochmal überprüfen, dass alles gut ist und da das Schiff gut liegen kann und alles in Ordnung. Du, das habe ich gemacht in aller Ruhe, Schiff fertig gemacht, alles verzurrt und bin dann irgendwann um 20 Uhr von Bord und ja, am Dienstag, dem 18., um kurz nach 9, Viertel nach 9 klingelt bei mir das Handy. Und dann ruft eine Dame an, sie haben ein Schiff in der Nachbarschaft im Bojenfeld von St. Alban, das ich auch kenne. Und ihr Mann ist gerade draußen und der hat sie angerufen, weil er meine Nummer nicht hatte. Sie möge sich doch mit mir in Verbindung setzen, die Sir ist gesunken. Und dann dachte ich mir zuerst, was für ein scheiß Scherz am Dienstagmorgen. War auch mein erster Gedanke, wo wir telefoniert haben. Du hast gesagt, du, das Schiff ist gesunken. Und was habe ich gesagt? Ja, Klaus, warum rufst du jetzt an? Ja, das Schiff ist gesunken. Ja, jetzt ernsthaft. Warum rufst du denn an? Ja, das Schiff ist wirklich gesunken. Das glaubst du ja nicht. Nein, das glaubst du auch nicht. Das glaubt ja kein Mensch, wenn du das sagst. Nein, ich habe das auch nicht geglaubt. Und da stehst du dann da und denkst dir, wie, was? Und also das geht ja gar nicht. Ich habe von dem Dienstag auf Mittwoch habe ich überhaupt nicht geschlafen, weil mich das so hin und her gewühlt hat. Mhm. Das war ganz schräg, war das. Mhm. Und wo ich es dann gesehen habe, wir sind ja dann in der Früh noch raus mit dem Motorboot. Also das war ja richtig übel. Ja, das war schrecklich. Als ich den Anruf bekommen habe, dachte ich mir, ich kenne die Dame nicht so wahnsinnig gut. Das ist jetzt niemand, der mit mir so einen Scherz macht. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, die meint es vermutlich ernst. Und dann bin ich schon, also das ist schon ein Moment. Nicht schön. Und dann bin ich losgefahren mit der Vespa und Brigitte hat mir dann erzählt, 5 Minuten später war dann schon die Polizei hier vor der Haustür gestanden, die uns darüber informieren wollten. Also war die Polizeistreife schon da. Da war ich aber schon unterwegs raus und ja, also scheiße, wenn du ins Bojenfeld rausfährst und da, wo die Sir normalerweise liegt mit ihrem weißen Rumpf,
Da fehlt was, gell? Schön. Da ragten dann nur noch zwei Stücke von den Masten raus und das war einfach schrecklich. Das war ein übler, übler Anblick. Ja, das war schrecklich. Also, das ist ja für mich schon übel, aber dir und dem Christian gehört ja das Schiff, da ist ja das nochmal eine Hacke schlimmer, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Also ich merke einfach, dass wahnsinnig viele Menschen, natürlich auch du, da schon so viel Anteil nehmen, dass es für die auch schlimm ist. Ja klar, für uns hängt da noch ein bisschen mehr natürlich dran, aber ich habe schon das Gefühl. Bei der Gelegenheit übrigens, das ist auch der Grund, warum wir heute eine Folge zwischen reinschieben. Genau, und nicht auf dem Schiff, denn es knarzt nirgendwo. Wir sitzen beim Klaus, schön am Tisch. Ja, wir sitzen nicht auf dem Schiff. Und es wird weitere Folgen geben. Wir haben ja viel aufgenommen und viel, viel schon besprochen. Wie sagt man da so? Wir haben vorproduziert. Schöne Folgen, lustige Folgen, die auch noch kommen. Die haben wir, bevor das ganze Desaster losging, aufgenommen. Und die werden auch gesendet? Ja, bis April haben wir Folgen, bis April 2021. Also wenn ihr das jetzt hört, wie gesagt, ihr werdet weitere Folgen bekommen, die werden auch noch veröffentlicht, wo wir noch auf dem Schiff sind. Die sind sozusagen vorproduziert, also nicht erschrecken. Fakt ist, die Sir ist jetzt tatsächlich erstmal untergegangen, um da jetzt wieder zurückzukommen. Und dann waren ein paar spannende Tage angesagt. Puh, ja, stressig auch, fand ich. Es war ein ziemliches Gewusel, hier noch was organisieren, da noch was organisieren. Also du von deiner Seite aus, ich habe ja da auch immer dann wasserwachtstechnisch noch viel zu tun gehabt. Und ja, das war eine anstrengende Woche, würde ich sagen. Ja, allein der Tag, also wenn ich da noch erzähle, also ich habe ja dich dann angerufen. Ja. Du warst übrigens der Erste, den ich angerufen habe. Und gesagt, du Alex, das Schiff ist untergegangen, was machen wir denn jetzt? Ja. Weil ich gar nicht wusste, wer ja jetzt informiert werden muss. Ja, du weißt ja auch nicht, wo du anfangen musst. Und bei allen Anrufen bringt meistens auch nichts. Und das Schlimme ist, bei was Schlimmem muss man immer in Ruhe rangehen. Ich kenne das absolut. Halt einfach von den Einsätzen auch, da wenn du keine Ruhe hast. Ja. Ja, Polizei war ja dann schon da. Die sind immer gleich da. Die sind relativ schnell da gewesen, genau. Und das war auch alles völlig okay. Der war sehr nett und sehr konstruktiv. Und dann habe ich die Versicherung angerufen, bin Schaden gemeldet und die waren dann auch relativ schnell, die haben gesagt, okay, ja gut, Thema Bergung, wir schicken einen Gutachter, der das organisiert, weil bei der Bergung kann viel schief gehen, deswegen... Das ist richtig, ich habe auch schon ein paar Schiffe raus, irgendwas geht immer schief, also der Teufel liegt da ja manchmal im Detail. Du, wie sich ja dann später auch gezeigt hat, dass das keine ganz triviale Geschichte war, das Ding da rauszukriegen. Ja, trivial ist das nie, ja. Aber der Gregor, der ist ja da auch echt ein netter. Der war auch schnell da und kam dann relativ schnell. Und dann habe ich schon gemerkt, der macht das nicht zum ersten Mal. Der hat das gleich mit den Leuten gesprochen. Das Wasserwirtschaftsamt war dann inzwischen auch schon da. Stimmt, genau, den Herrn Büchler. Schöne Grüße an den Herrn Büchler, falls er das hört. Ja, genau. Der war ja bei mir dann ab und zu auf dem Motorboot noch und hat mit drauf geschaut, ob das auch alles passt. Genau, der hat da mitgeguckt, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil also Gewässerschutz ist natürlich ein Thema und wir hatten Gott sei Dank nur knapp 40 Liter Diesel auf dem Schiff. Ja, und laut Feuerwehr waren die Saugtücher ja auch sehr gut. Ja. Die können da irgendwie abschätzen, wie viel die Tücher aufgesaugt haben. Und ja. Also das hat ziemlich gut geklappt, weil die haben ja gleich noch am Dienstag eine Ölsperre gezogen. Ganz genau, das ist am Dienstag gleich noch passiert, eigentlich schon noch im Lauf des Vormittags. Und ja, wie gesagt, der Gutachter, der Gregor Franke, herzliche Grüße auch an der Stelle und vielen Dank nochmal für die tolle Betreuung, kam dann und hat dann ja mit euch auch relativ schnell gesprochen, mit der Wasserwacht, ja, ja. Wie wir das mit der Bergung organisieren. Und da habe ich mich dann rausgehalten, weil... Ja, also wichtig, man muss halt miteinander reden und da auch Klartext sprechen und nicht lang rumtun. Und da hat sich halt eben einfach das so ergeben, dass man die Kollegen aus Österreich holt, die haben das komplette Equipment, dann ist alles aus einer Hand, man hat nur Material von einem und das, die sind eingespielt einfach auch. Und das ist schon wichtig. Wenn du da einen eingespielten Haufen hast unter Wasser, ist das perfekt. Ich hab noch, danke. Das hat sich dann so rauskristallisiert und das war im Endeffekt auch, glaube ich, die beste Lösung. Also als das dann irgendwie so, ich war ja bei den Gesprächen zwischen der Wasserwacht, Feuerwehr, Polizei, Wasserwirtschaftsamt ja noch dabei, wie der Gregor das dann alles so koordiniert hat und dann klar war,
Na gut, das Equipment, das man braucht, um die Sir zu heben, ist am See so nicht verfügbar. Eben. Und mir tat gut, wie dann alle irgendwie ganz schnell, da war kein Dünkel oder sonst irgendwas, ganz schnell gesagt haben, ja, dann ist es so, dann müssen wir das so organisieren. Das tat mir gut, weil ich das Gefühl gehabt habe, das läuft jetzt schon. Ja, dann habe ich irgendwann im Laufe des Vormittags den lieben Christian, meinen Partner und Miteigner auf dem Schiff angerufen. Der war zu der Zeit gerade bei Verwandten. Und dem habe ich auf den Anrufbeantworter gesprochen oder eine SMS geschickt und dem Lino auch, auch einem der Skipper an Bord. Und die konnten es, also der Christian hat es nicht geglaubt. Der hat geglaubt, die nehmen jetzt auf Ja, denke ich mir, die Reihe, das ging gell? mir auch so. Ja. Ja, und wir haben ja dann die Woche über noch ein bisschen Zeug gemacht. Wir waren mit einer U-Boot-Drohne nochmal schauen, wie es unten aussieht im Schiff. Fantastische Aufnahmen, wenn der Anlass nicht so traurig wäre. Ja, fantastische Ich, ich, Fotos, ich, bin ja, ich unglaublich bin ja da schöne wirklich Bilder. da gesessen und ich muss es wirklich zugeben, ich habe dann am Schluss, habe ich mir gedacht, nee, ich fahre jetzt mit dem U-Boot nochmal vorne am Bug und tauche da langsam auf und mache so eine Titanic-Aufnahme, weil es ist fürchterlich, wenn du das Schiff da siehst und warst ein paar Tage vorher noch drauf gelegen und hast einen schönen Tag Es gehabt ist und unwirklich, hast da gell? gepennt Ja. und dann liegt es da unten, 1000 Fische wuseln rum. Ja. Es war ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar. Und da waren ja von uns noch die Taucher dabei und der Thomas, lieben Dank nochmal von hier aus. Der hat dann auch den Kompass gleich gerettet, dass der nicht so lange unter Wasser liegt. Der hat da vorne in die Pantry reingegriffen und hat ihn mitgenommen. Und wir haben ja dann noch die Bäume weggemacht und die Segel, dass das alles nicht in Bewegung geht bei der Gott sei Dank, Bergung. ja. Das war auch ganz gut. Und dann ging es ja am Wochenende dann Richtung Bergung. Ja, also. Und das ist was, ich glaube, da müssen wir noch mal zwei, drei Folgen machen, weil das waren spannende Tage, Samstag, Sonntag. Absolut. Weil Samstag waren ja die ersten Taucher aus Österreich schon da. Ja. Und da machen wir dann noch ein paar Folgen, glaube ich. Absolut, also die Bergung, da müssen wir noch detaillierter drüber Ja. reden, weil also die Menschen, die damit gearbeitet haben, das ist für sich schon eine Folge wert. Aber auch der technische Ansatz und das ganze Prozedere, wie das gelaufen ist und die Ja. Beschreibung der Bergung, war für mich ein extrem anstrengender Tag, muss ich ganz ehrlich Das sagen. hat man dir in der Früh schon angesehen. Wo ich dir die Fahne gegeben habe, frisch gewaschen, habe gesagt, die weht heute abends wieder, egal was kommt. Da wusste ich schon, das ist jetzt nicht dein Nee, das war. Lieblingstag. Na du, ich habe mir einfach fürchterlich Gedanken auch gemacht, weil mir ja schon klar ist, also ich bin ja selber Taucher und ich verstehe was von Schiffen, ich verstehe nichts von Bergungen, aber ich weiß etwas aus, jetzt waren es nur 7 Meter, aber es sind 7 Meter, etwas aus der Tiefe hochholen, weiß ich ja als Taucher, ist nicht ganz trivial, weil du musst ja mit den Druckverhältnissen, mit den Auftriebskörpern, die ja mit jedem Meter, den sie weiter nach oben kommen, mehr Auftrieb produzieren, das heißt, es wird immer schneller. Das Lustige ist ja, dass die letzten 2 Meter sind die schwierigsten. Also, ob du aus 20 oder aus 40 hochholst, das ist Jacke wie Hose. Naja. Aber das letzte Stück, die letzten paar Meter sind immer eine Katastrophe, dauert ewig lang. Ja. Man wird sehr schnell ungeduldig und für die Taucher ist es, bei der Sir jetzt mit dem bisschen Tiefe in Anführungszeichen, schlimm gewesen. Die müssen immer rauf, runter, rauf, runter. Der Taucher rauf, runter, rauf, runter. Den ganzen Tag und das ist echt anstrengend. Und du hast die ja gesehen, die hatten ja stellenweise zwei, drei Flaschen dabei. Also das ist schon knackig, was die da abgeliefert haben. Da machen wir eine eigene Folge, weil das war wirklich, ja, aber der Tag war für mich, ich habe mir einfach, Alex, ich habe mir einfach Sorgen gemacht, weil da hätte auch was passieren Ja, können. ja. Du, ich war an dem Sonntag ja schon um 5 unten am See. Und das letzte Bier haben wir getrunken, das Feierabendbier quasi um 9. Und dann haben wir angefangen aufzuräumen. Waren wir da schon wieder zurück von der Werft? Da wart ihr gerade zurück von der Werft, ja. Und wie gesagt, da machen wir noch ein paar Folgen. Und ich glaube, du setzt dich nochmal mit dem Christian zusammen. Und Genau, der Christian wird da genau. sicherlich auch noch seine Gedanken Bestimmt, hoffe ich doch. und Hoffe ich Bilder doch. da mitteilen. Das legen wir noch nach und nochmal der Hinweis, wie gesagt, es wird auch in der Folge noch ganz, ganz viele Episoden geben, die wir eben im Vorfeld aufgenommen haben. Also seid bitte nicht irritiert, wenn es dann heißt, der Alex und der Klaus hocken in der Kajüte und es regnet gerade draußen. Das war also noch vor dem Untergang. Ja, tut immer einen kleinen Moment weh, wenn man es dann hört. So, wir sitzen hier auf dem Schiff und Ja, nehmen die Folge auf, wenn ja, man es hört. ja. Aber wir machen wieder Folgen auf dem Schiff. Positiv denken. Vielleicht runden wir das jetzt noch ganz kurz ab, bevor wir in der nächsten
Episode über die Bergung sprechen. Das Schiff ist aktuell in der Werft, Genau. ist sauber gemacht, weil der Dreck ja schnell raus muss. Das wird ja schnell hart und dann ist es nicht mehr bearbeitbar. Sie ist sauber, sie ist leer, die Maschine ist bereits Oh, ausgebaut. fleißig, gut. Ja, das Deck ist an einigen Stellen schon abgeschliffen, dass das Wasser raus kann. Und sie steht jetzt in der Werft und trocknet jetzt erstmal. Und ja, dann wird die nächsten Tage, werden wir uns wohl Gedanken machen müssen, was noch passieren wird. Genau, was passiert, wie es weitergeht. Und da gibt es dann Schiffsmeldungen, würde ich sagen. Da wird es dann Da kurzfristig Schiffsmeldungen macht geben. der Klaus schöne Schiffsmeldungen für euch. Okay, Alles klar, gut. dann bis demnächst. Bis dann.